Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier bei den Mountain Farmers. Mit dabei haben wir heute den Uwe, den Lenny und den Michael. Hallo. 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 So, ich habe hier gerade noch ein wildes Paul gesehen. Es ist gerade wegteleportiert. Was? Ja. Oh, jetzt muss ich so tun, als ob ich arbeite, wenn er gleich hierher kommt. Oh ja, ja, der Paul wird wohl relativ zeitnah dazu stoßen und der Uwe, wollte ich sagen. Der Dark ist heute nicht dabei, der hat leider keine Zeit heute. Aber ich mache natürlich sehr, sehr gerne Ersatzprogramm. Und da ich ja weiß, dass ihr die Videos guckt, Dark, ich schöne Grüße an der Stelle. Ja, Grüße gehen raus. Ihr macht mal deinen Job, ne? Das klang schon so ein bisschen vorwurfsvoll, oder? Also, ja, dann hat es aber auch gepasst, also... Na gut. Muss man auch sagen. Hä, hey, weil mein TS blinkt. Ah. Nein. Irgendwer hat Zeit reingeschrieben. Hilfe. Hilfe. Ach, sag mal, ja, mein TS blinkt auch. Aber warte, wir spielen auf 6. Vielleicht die gleichen TS. Also. Ja, wer weiß. Eieiei. Grüße gehen an unseren Timekeeper raus, ne? Ja. Mod. Hey, da ist Paul. Hallo, Paul. Hallo, Paul. Schön, dich zu sehen. Das war ernst gemeint. Bitte nichts Falsches sagen, wir sind schon in der Aufnahme. Juckt ja nicht, ne? Okay. Ist ja lieber gar nichts sagen. Ich musste jetzt gerade kurz überlegen, ob es ernst gemeint war. Na klar. Das ist das eigentlich für ein Hof hier, der ist eigentlich auch ganz schön. So. Falls du den links meinst. Eurer? Mhm. Ehrlich? Mhm. Die gar nicht so von der Hinterseite gesehen, immer nur von der Straßenseite. Mhm. Du düst ja auch immer nur dran vorbei. Richtig. Im Tiefflug. Mit der ordentlichen Portion Mut fahr ich immer vorbei. Die sah schon wieder aus. Oh nein! Warum ist die Zeit schon wieder aus? Weiß ich nicht. Ja warte, als ich mich drauf gedrückt habe, war ich direkt auf 7, also. Die war vorher schon mal auf 6. Ja. Also gerade vorher ist er von 6 auf 0 gesprungen, keine Ahnung warum. Aber jetzt läuft sie auf 6, wir müssen das mal beobachten. Ja, guck mal, geht aber. Momentan ja. Genau. Ja dann. Ich bin hier, glaube ich, bei den allgemeinen Flächen dabei, ne? Nein. Aber dann noch, ist das unser Feld? Nein. Das ist unser Feld. Aber das ist nett von dir. Was für ein Ding? Warte, ich packe ihn zusammen. Hey, das war so abgemacht. Was? Ja, mit dem du es abgemacht hast, ist ja auch nicht da. Doch, der fährt gerade. Nein. Doch. Nein. Du wolltest unbedingt unsere Flächen machen, hast du gesagt. Was? Ja, weil du das so lange nicht gemacht hast und du ja so ein netter Typ bist und... Lenny, das klingt gar nicht nach mir. Ja, das stimmt. Nee, absolut nicht. Aber ein Versuch war es wert. Ja, das stimmt allerdings. Ich wollte dir mal Honig um den Bart schmieren. Ja, das ist schön. Aber Honig habe ich selber im Hof, danke. Ah ja. Aber hast du so viel, dass du dir dort um den Bart schmieren kannst? Na, ich, da ich ja keinen Bart habe... Ich wollte gerade sagen, das kommt doch auf wie viel Bart er hat. Ist ja relativ... Paul, müssen wir noch Wasser fahren oder ist da jetzt Wasser dran? Ich glaube noch nicht überall. Machst du das oder soll ich das machen? Paul hat sich gerade den Schwader genommen. Okay. Bleibt die Arbeit an mir hängen. Ja, unbedingt. Aber lass mich bitte nicht vergessen, wenn wir fertig sind, muss ich dir was schicken. Oha. Müssen wir was schicken? Nein. Ja, wir haben heute von einem Zuschauer eine E-Mail-Kleinanzeige bekommen, mit der Bitte, diese an dich weiterzuleiten. Ah ja. Der nächste MB-Truck oder was? Du hast es auch gar nicht offensichtlich zur Schau gestellt, ne? Ja, gar nicht. Gar nicht, wir brauchten. Nein. Wie kommst du denn auf die Idee? Ach, ich weiß nicht. Was machen wir ja nicht, ne? Du musst es einfach positiv sehen. Das Bild ist erstmal für die Ewigkeit irgendwo festgehalten. Das heißt, wenn du fertig bist, kannst du immer gucken, wie es, ne, wie es früher war. Genau. Oh, frag nicht, hey, du willst nicht wissen, wie er jetzt aussieht. Habt ihr ihn auseinandergenommen? Die rechte Seite ist fast komplett zerlegt. Ah, ich wollte tatsächlich gefragt haben. Ich war mir nicht sicher, ob ihr schon angefangen habt, weil, ne, ja. Heute Dienstag, von Sonntag bis Dienstag ist jetzt nicht so viel. Aber hat doch in den Fingern gejuckt. Die Bremstrommel ist unten. Das war noch ein böses Gefige. Also okay. Seid doch gefahren. Der Tank ist raus. Achso. Das war relativ lustig. Ich habe am Tank links und rechts den Dreck weggekratzt, ist mir der Diesel entgegengesprungen. Oh! Ja. Lecker. Das ist jetzt nicht ganz so schick, ne? Nee.
Ah ja. Gerade nicht bei den Spritpreisen. Doch, es geht. 99 Cent ist bei uns. Bei uns 95 heute. Voll entspannt eigentlich. Ich habe heute nicht auf die Tankstelle geguckt. Gut, dass ich Elektroauto fahre. Ja. Das erinnert mich an, an deinen Besuch in der Therme. Hm. Ja. Was kostet denn die Kilowattstunde? Eine gute Frage, ich weiß es gar nicht. Geld wahrscheinlich. Ja, also Knöpfe habe ich noch nicht bezahlt bisher. Ja, die klappern einfach nicht genug, die klimpern nicht genug, ne? Ja. Hast du denn extra Tarife für deine E-Säule? Oder hast du eine E-Säule zu Hause? Nein, 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 habe ich nicht. Ich tank immer nur auf Firma. Ja. Ich würde jetzt sagen, schön Chef zahlt und so, ne? Naja. Naja. Oder wir wissen ja, wie es ist. Ich bin tatsächlich, neulich ein Kollege von mir fährt den e-tron von Audi. Ja. Den durfte ich mal Probe fahren. Alter Falter, ne? Also was an Preisschild dran steht, ist schon, ja, sechsstellig. Ist schon teuer, ja. Aber ich hab, es ist, also eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist es einfach zu teuer noch. Speziell das Schiff ist einfach zu teuer. Ja, also wir sprechen über ein Auto von 106.000 Euro. Das ist so einmal Konfigurator geführt, von oben nach unten durchgeklickt. Ja, klar. Aber ich durfte ihn tatsächlich fahren, jetzt nur über Landstraße, aber er geht ab. Es ist Wahnsinn. Er hat gesagt, ja, tritt mal kurz drauf. Ja, super, wir waren leider noch in der 50er-Zone und ich war plötzlich bei 100 in 0, ja, nicht. Ja, moin, ne? Nicht geplant oder sonst was, aber... Führerschein. Ja, Gott sei Dank, ich hoffe Gott sei Dank nicht, ich hasse sowas. Führerschein weg, ja, mach ich auch nicht. Ja, genau, hatte ich Gott sei Dank noch nie, wollte ich auch nie haben, aber das ist Wahnsinn, ne? was Elektroautos einfach an Geschwindigkeit, an Beschleunigung haben. Mhm. Sehr, sehr faszinierend. Gefühlt 2 Minuten und dann ist Feierabend. Nee, ja. Du kannst schon fahren, das muss man schon sagen. Ja, fahr mit dem Ding mal eine halbe Stunde auf der Autobahn und fährst noch 120. Warte mal, das ist doch wieder hier. Warte mal, wem gehört denn das hier? Ja gut, das wahrscheinlich aber nicht unbedingt, ach, weil der Akku zu warm wird, sondern eher, weil du deine Reichweite schwinden siehst. Ja, das stimmt. Also wenn statt 500 auf einmal 300 da steht und du hast kurz mal aufs Gas gedippelt, dann ist halt irgendwas falsch, weißt du? Werner, hast du den schon ein Jahr lang oder wie lange fährst du den schon? Ich hab den jetzt seit März. Also du hast noch keinen Winter damit gefahren, ja? Nein. Das würde mich mal interessieren, weil wenn du so den ganzen Tag Licht an hast und Heizung an ist, und das geht ja alles über Elektro, ne? Ja, das Problem ist halt, das Ding hat dann auch alles, was ich habe, ne? Also ich habe irgendwie so eine Lenkradheizung und Sitzheizung irgendwie. Ja. Sind alles verschiedene Stufen, weißt du? Also wird eine Katastrophe werden, ich weiß jetzt schon. Kommst du damit noch zur Arbeit oder musst du zwischendurch auch? Ich weiß nicht, geht ein bisschen bergab, ich weiß nicht. Hoffentlich. Und er kommt dann noch, dann kann er tanken. Ja. Aber du weißt ja, wie das. Ich habe gestern einen ganz bösen Spruch gehört, den ich eigentlich nicht wiedergeben wollte, aber ich sag ihn jetzt trotzdem. Also bei Elektroauto ist so wie bei Doofall. Du weißt nie, ob du es bis nach Hause schaffst. Also kann man empfehlen, ja. Ja, das ist auch, ja. Wo bin ich denn hier eigentlich? Ah, das geht hier runter. Oh, nö. Wie weit schaffst du es mit deinem Wagen? Also wenn er, es ist so, bei dem Wagen, den ich habe, der hat 3 Fahrmodi, ne? Ja. Es gibt einmal den Ultrasparsamen, es gibt den normalen und es gibt den Let's Fets. Okay, wir sprechen mal von normal, ne? Sodass du wenigstens noch Radio- und Klimaanlage benutzen darfst. Bist du bei 450 Kilometer? Ah, das geht. Also der e-tron hat tatsächlich ja total wenig Reichweite, selbst in der großen Ausstattung. Und mein Kollege fährt so gerne mal 300 Kilometer in seine alte Heimat. Und ich habe ihn gefragt, schaffst du das damit? Er so, nö, aber ich kenne mittlerweile alle kostenlosen Ladesäulen. Und das innerhalb von 2 Monaten. Also... läuft, ne? Ist schon. Oder wie lange stehst du denn immer an so einer Ladestation? Das ist halt auch immer die Sache. 40 Minuten steht da. Also er braucht ungefähr 100 Kilometer Reichweite, damit er es schafft. Und steht dann irgendwie 40 Minuten, sagt er. Ja, 40 Minuten, da kannst du halt schon viel Kaffee trinken, ne? Ja, absolut. Also geht's mal. Wie viele von diesen Toilettenbons du da kriegst? Ja, genau. Nicht nur das, sondern jetzt stell dir mal vor, du fährst mit den Kids in Urlaub. Nur mal an die See. Und stehst 40 Minuten auf dem Parkplatz und das im Zweifelsfall vielleicht zweimal unterwegs. Vielleicht zieht man dann besser an die See.
Also du fährst halt nur einmal dahin. Ja, da. Wow. Man macht nur noch im Naherholungsgebiet Urlaub um die Ecke oder sowas, wo man mit einer Tankfüllung, also einer Akkuladung hinkommt. Das ist auch eine Art von Umweltschutz. Und das ist halt auch noch das Problem, was ich sehe. Weißt du, das Ding kostet Schweine viel Geld, aber du kommst halt nicht wirklich voran. Also voran schon, aber du kommst nicht da an, wo du hin willst, wenn es mal ein bisschen weitergehen soll. Ja, es ist richtig. Das ist schwierig. Vor allem, wenn ich mir überlege, wie weit ich mit dem Diesel schon gefahren bin in der Zeit. Ja, das stimmt halt leider. Ne? 5 Minuten tanken, 35 Minuten fahren, Alter, da hast du schon wieder 100 Kilometer weg. Das Problem ist, dass ich noch kein Auto gefunden habe, wo ich einfach hinten einen vollen Ersatzakku drin habe und den einfach tauschen kann, weißt du? Schade. So. Ich habe ja von unserer Handwerkskammer die ganzen Dreckslehrgänge für diese E-Autos mitgemacht. Die sehr informativen meinst du, ne? Mhm. Die sind wirklich sehr informativ. Ja. Das ist auch super interessant, technisch vor allem. Also macht Spaß, aber es ist nicht anwendbar, ne? Also nicht für freie Werkstätten, sagen wir es mal so. Ja. Nicht, weil wir uns die Ausrüstung nicht kaufen könnten und so weiter, aber es sind so viele Haftungssachen dabei und dann machen die Hersteller es natürlich auch clever, weil die Leute kaufen die Autos und leasen die Batterie, ne? Und der Leasinggeber der Batterie entscheidet, wer diese Batterie warten darf, ne? Echt? Also, okay. Also haben die quasi komplett die Hand da drauf. Ja, und das Einzige, was du vielleicht noch machen kannst, ist irgendwie einen Satz Reifen an die Leute verkaufen, ne? Und was halt auch irgendwie eine Frechheit ist, bin ich der Meinung, aber das ist eine eigene Entscheidung. Bei Audi war das so. Ne? Wir haben ja auch im Sommer haben wir mal diesen e-tron angeschaut und da war es halt so, hat der Verkäufer beinahe zu uns gesagt, du bekommst das Auto immer so, wie es da ist, nur wenn du zum Beispiel jetzt die guten Scheinwerfer nimmst, die sind zwar schon drin, aber die sind deaktiviert. Ja, also man kann die auf Knopfdruck praktisch freischalten für ein Taui mehr oder zwei, weißt du? Mhm. Ja. Das ist halt eigentlich schon eine Frechheit, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, das würde schon krass. Ich aber den billigen nehmen und früher oder später wird sich irgendein findiger Mensch finden, der dir das Zeitprogrammieren kann. Habe ich auch gesagt. Da wurde ich ausgelacht. Das glauben die nicht, aber es ist immer so. Ja, ja. Das ist wie mit den ganzen, damals hier, haben sie ja alles verbaut gehabt, die ganzen Kabelstränge oder so. Da musstest du nur noch einen Tempomatschalter kaufen, ja. Und konntest du, also gerade Porsche, das war ziemlich lustig, konntest du bei Porsche, wenn du Tempomat haben wolltest, das war alles in dem Auto verlegt, die Sensoren ja sowieso, ist ja ABS-Sensoren und so weiter. Und du brauchtest quasi nur den Hebel von Porsche. Ja, also das, was am Lenkrad ist, wo du die Geschwindigkeit mit einstellst. Wenn du diesen Hebel kaufen willst, zahlst du aber den Aufpreis von dem gesamten Tempomaten. Es sei denn, du kannst einen kaputten Hebel abgeben, also so als Pfand. Dann zahlst du den Wert des Hebels. Oh, wow. Gewusst wie, ne? Genial, ne? Ja, manchmal ist halt schwierig, ne? Also ich bin tatsächlich ehrlich, wenn jetzt die Freundin von mir kein normales Dieselfahrzeug hätte, hätte ich mir den Elektro nicht gekauft. Was fahrt ihr sonst noch? Ich habe immer noch ihren Polo. Ja. Ich habe immer ein Ersatzauto stehen, was eigentlich immer geht, weil Diesel oder Sprit bekommst du halt einfach immer, sind wir mal ganz ehrlich. Nur Toilettenpapier halt nicht. Bei uns kein Problem. Noch geht's hier auch. Ja. War schon mal anders. Sonst kommst du mal runter, Lenny, dann wirf ich dir ein bisschen was drüber über die Grenze. Ja, das ist nett. Drüber gehen darf ich ja dann nicht mehr. Ja, Micha, ich musste leider gerade mal unseren kleinen Schlepper hier zurücksetzen. Unseren Weidemann. Ja. Herr Paul, das ist schon wieder eine Wabe. Wenn der Weg nicht so weit wäre, wäre das immer schön. Wieder. Ja. Wenn du die aus der scheiß Schleuder holst, dann gehen die manchmal weg in den Boden und dann kriegst du sie da nicht mehr raus. Also die siehst du auch nicht mehr. Aber ja, ja. Oh, hat er gebackt? Ich verkauf's. Ja, rückwärts Bug. Aber die Batterie war noch voll. Also ich. Gott sei Dank, weil das ist immer, du schaffst ja nicht vom Händler hochkommen fast mit der Batterie. Das ist ganz knapp. ich mach das dann wie die Elektrofahrer. Ich suche mir alle kostenlosen Ladepunkte unterwegs. Wenn du dich findest, darfst du behalten. Der nächste kostenlose Ladepunkt ist bei unserem Hof, glaube ich. Ja, ich platziere noch ein paar auf dem Weg für später. Weiß gar nicht, ob das so kostenlos ist bei euch im Hof. Boah, ich glaube, kostet 1 Euro oder 2 Euro müssen wir, glaube ich, bezahlen für das Laden. 1 Euro. Der obligatorische Euro. Ja, passt schon. Mein Gott, also jetzt habe ich ja richtig was gut bei euch. Jetzt habe ich die zweite Miete schon gemäht hier. Hast du etwa vor, so irgendwie, ne?
was Schlechtes zu treiben, dass du jetzt Pluspunkte sammelst, oder? Nee. Ah, okay. Karma auffüllen. Ja, ist, ne? Wir wissen doch alle, wie das ist. Erstmal ein bisschen was Gutes tun, um dann zu sagen, ja, aber. Wie jetzt heißt es mal schön, tu Gutes und rede viel drüber, ne? Ja, genau. Hat er gelernt, kann er. Das zelebriert der Uwe regelmäßig. Was? Nee, ich sprach von dir. Map zum Beispiel. Holzermap, nee, wurde mir erstmal gesagt, ich habe keinen Lohnerstatus mehr bei dir. Oh, das ist richtig, ich habe alle abgenommen jetzt. Ich dachte, wir wären Blutsbrüder. Ja, das war's dann wohl. Wieder eine Wabe im Boden versunken. Auf der Holzermap haut Uwe nur seinen Gemeinschaftsspruch immer wieder raus. Das versucht er hier auch ab und zu. Den sage ich jetzt dann irgendwann mit einfach. Warum? Weil der immer kommt. Das stimmt. Gefühlt. Da sind sie eisern. Ja, man braucht Rituale. Ja. Ich mache das auch immer mit den Ritualen so, dass ich immer die Videos beende, wie auch jetzt zum Beispiel. Liebe Leute, wir sind erstmal fertig für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.